komm schon. Oh, meine Fresse, jetzt geht dem Ding. Hast du nicht mal einen dickeren Faden für mich? Für diejenigen, die es jetzt noch gar nicht kennen, was eine Heckshow ist, ich zweckentfremde normale Sachen, also was weiß ich nicht, mit einem Zahnstocher mache ich einen auf MacGyver und kann dann nachher mit wegfahren. Schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Ich bin genauso neugierig wie ihr. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesabbelt, aber ein bisschen nervös bin ich ja jetzt auch noch. Komplett neue Situation. Jetzt kommt wieder was auf mich zu, wo ich keine Ahnung von habe. Noch nicht, Steffi. Dein erster Lifehack. Schäle 1 Pfund Kartoffeln in 30 Sekunden und benutze dafür nur einen Wassereimer, eine Bohrmaschine und eine Klobürste. Kann ich die denn auseinanderbrechen? Nee, ne? Läuft bei mir, ne? So. Aber die ist nicht benutzt, ne? Ja, warte, du lachst, ich muss ja mal. Hör mal, jetzt hast du aber kurz überlegt. Jetzt kriege ich aber ein bisschen Schiss hier, ne? So, du meinst jetzt, ich halte die da rein und damit schäle ich die Kartoffeln. Ey, das ist der Hammer. Warum macht das nicht jeder so? Das ist doch viel geiler. Ah, Scheiße. Also, ich sag mal 30 Sekunden. Finde ich persönlich leicht unrealistisch, aber so 2 Minütchen, ja. Erster Hack ist, sagen wir mal, witzig, finde ich vom ganzen Aufbau her, von der ganzen Sache her, aber hat's mich jetzt überzeugt. Wenn du siehst, ich kriege die jetzt toll sauber gemacht, da kannst du jetzt, natürlich, die ist von den Pestiziden, ist die sauber, alles und. Du kannst natürlich eine tolle Kartoffel mit Pelle machen. Ich sag mal zu... Gehen wir dem Hack 70%. Vielleicht gibst du dem nächsten Hack ja 100%. Alles, was zu tun ist, ein paar dreckige Turnschuhe mit einer Zahnbürste und Zahnpasta sauber machen. Kann ich die nachher behalten? Die benutze ich nämlich auch. Das hätte ich nie mit meinen Schuhen gemacht. Aber guck mal, wie weiß das hier wird. Also das ist schon immens, ne? Weißt du, was geil ist? Ich kriege immer mehr Nebenjob, wenn er mit dem Fernseher mal nicht mehr passt, ne? Dann werde ich professioneller Kartoffelschäler und Schuhputzer. Es ist schon aber hallo, ne? Und auch selbst hier jetzt, ne? Wenn du das jetzt einmal hier siehst und dann den Kameraden hier. Es ist schon definitiv ein Unterschied. Ich meine, okay, du brauchst eine Tube Zahnpasta und eine Stunde Zeit, ne? Ja, lohnt sich. Wenn die Frau nicht da ist, würde ich sie eher in eine Waschmaschine stecken. Aber so ein bisschen zum Angeben finde ich es ganz in Ordnung. Ist für mich eine 80%. Dann steigern wir uns ja. Sag uns doch einfach mal, wie man eine Pflanze über einen längeren Zeitraum bewässern kann. Nur mit Hilfe einer Küchenrolle und einer PET-Flasche. So, Cuttermesser. Ihr macht einfach von einer guten alten Wasserflasche. Ist natürlich, die 25 Cent kriegt ihr nachher nicht mehr. So, zack, einmal weg damit. So, dann macht ihr das Ding einfach wieder voll mit Wasser. So, eine Pflanze zieht sicher Wasser, so wie sie braucht. Ne? Also, wir haben Durst, wir schütten, eine Pflanze zieht. Ihr geht dann ganz einfach hin, nehmt eine Menge von dem Zeug und baut euch eine Brücke. Wehe, ihr lacht. Ihr legt das einfach hier herum, weil die Erde zieht sich, wenn die Pflanze das braucht, zieht die Erde sich Wasser. Und dadurch, dass das kletschnass ist und ordentlich hier drin, zieht die Pflanze praktisch, wie sie braucht, sich das Wasser hier raus. Wofür braucht man bei der Muppet Show diesen bekloppten Professor, wenn ihr mich habt? Schon geil, ne? Ein 100% Lifehack. Ja, Teffi, jetzt mach erstmal einen Doktortitel mit dem nächsten Lifehack. Bau uns ein schickes Bierglas aus einer Flasche, einem Faden, Benzin, einem Feuerzeug und kaltem Wasser. Geht. Sagt man zumindest. Behauptet man. So, jetzt gehe ich einmal hin und mache mir hier, wo eine Sollbruchstelle hinkommen soll, da mache ich mir einfach wunderbar hier meinen Faden drum. So. Jetzt habe ich meinen Knoten drin.
Otto! Brauchst du noch lange mit dem Krach? Weil ich gerade am Drehen bin und du störst mich, mein Freund. So, jetzt schneide ich mir hier das ab. Zack. Und jetzt gehe ich hin und mache mir hier ein bisschen Spiritus rein. Das ist natürlich jetzt nichts für... Ich weiß noch nicht mal, wie das aufgeht. Alter Schwede, da muss man einen Doktortitel für haben, um so ein Ding aufzumachen. So, und jetzt mache ich mir hier Spiritus rein. Jetzt tauche ich das hier ein. So, jetzt nehme ich den Kameraden da raus. Und habe mir das ja auf mein Maß vorgefertigt und stülpe das jetzt hier drüber. Ich zünde das an und dann soll ich auf ein Knacken warten, wurde mir gesagt. So, und jetzt kann ich hier so ein bisschen, da kommt das Feuer schön. Okay, das wird immer dunkler hier. Ich sehe aber keine Flamme mehr, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ja, so ist das halt, ne? So, ich habe jetzt keinen Nerv mehr darauf, dass mir hier der Wind einen Strich durch die Rechnung macht. Da wir ja hier wunderbar flexibel sind, gehe ich hier unten jetzt einfach rein. Das ist selbst hier drin noch zu windig. Das kann nicht wahr sein. Na komm schon. Oh meine Fresse, jetzt geht dem Ding. Hast du nicht mal einen dickeren Faden für mich? Weil das nervt jetzt schon ein kleines bisschen, ne? Jetzt knallt hier auch gerade der Weber. Ich könnte kotzen, ehrlich, ey. Kann doch nicht wahr sein. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob hier ein bisschen windstiller vielleicht ist. Oh, 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 ja, 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 ja. Hab ich mich jetzt erschrocken? Zack. Tara. Ist jetzt nicht super gerade, aber meine Freunde. Und damit ich mir jetzt nicht noch hier meine Schnüss beim Trinken verballer, schleife ich jetzt einfach ein bisschen schön die Seiten ab. Bin schon ein bisschen stolz jetzt, ne? Ich will ja jetzt nicht angeben, aber ganz ehrlich gesagt, ist das gar nicht so uncool gerade. Jetzt habe ich noch einen ganz schnellen Lifehack, den so ziemlich jeder kennt, ne? Man nimmt ein Feuerzeug, macht den hier, ne? Man nimmt sein schönes neues Bierglas. Boah, Mann, ein Krönsch. Ja, meine Lieben, auf euch, ne? Und dich interessiert hat einen feuchten Furz. Dann ne? Hoffen wir mal, dass Deffi in der nächsten Folge von Deffis Hackshow wieder nüchtern ist. Dann soll er nämlich einen Pool bauen für Kai-Uwe. Und zwar nur aus Bierkästen.